Hallo und herzlich willkommen im Helios Klinikum in Stolzenau. Wir sind das Therapeutenteam. Unser Team besteht übrigens aus Physiotherapeuten, aus Ergotherapeuten und aus Logopäden. Wir sind hier eingesetzt in der Geriatrie, in der Schmerzklinik und in der inneren Abteilung unseres Krankenhauses. Wir starten unseren Tag mit einer morgendlichen Übergabe. Dort wird besprochen, wer welchen Patienten übernimmt und um wie viel Uhr welche Disziplin hingeht. Wir befinden uns hier in unserer Schmerzklinik in Stolzenau. Wir werden Patienten mit verschiedenen chronischen Schmerzerkrankungen stationär behandelt. Unsere Ziele mit unseren Schmerzpatienten sind unter anderem Spaß an der Bewegung. Hier wird also noch richtig schön geturnt. Oder auch Verbesserung der Beweglichkeit, der Kraft, des Gleichgewichts, der Ausdauer oder auch der Koordination. Die Aufgabe von uns Physiotherapeuten besteht hier unter anderem in Fachvorträgen, aber auch in verschiedenen Gruppentherapien. Hier haben wir zum Beispiel Bewegungserziehungsgruppen. Hier nutzen wir Petsi-Bälle, aber auch Therabänder, Hanteln und verschiedene andere Kleingeräte. Beim Gerätetraining werden die Patienten auf die verschiedenen Geräte eingewiesen. Wir haben hier unter anderem ein Laufband, ein Ergometer, eine Beinpresse, den Beinstrecker oder den Beinbeuger. Auch mit dem Seilzug wird hier gearbeitet. Unter anderem bieten wir auch während des Aufenthalts mehrere Einzeltherapien an. Hier werden die Patienten je nach Krankheits- oder Beschwerdebild individuell behandelt. Zum Beispiel wenden wir manuelle Techniken zur Schmerzlinderung an, aber auch aktive Bewegungsübungen und Eigenübungen werden beübt und erlernt zur selbstständigen Durchführung. In der Ergotherapie werden verschiedene Gruppen angeboten, wie zum Beispiel Hilfsmittelberatung, Hirnleistungstraining oder auch sensomotorische Gruppen. Hier steht das Ziel der Verbesserung der Handlungsfähigkeit im Alltag im Vordergrund. Ein weiteres Angebot unserer Schmerztherapie ist das Nordic Walking mit den Patienten. Wir bewegen uns an der frischen Luft und Nordic Walking ist ein Ganzkörpertraining. Am Anfang findet eine Bewegungsübung zur Lockerung der Körpermuskulatur statt und dann machen wir für jeden eine unterschiedlich lange Laufrunde. Hallo, willkommen auf unserer geriatrischen Station unseres Hauses. Hier findet aktuell eine geriatrische Komplexbehandlung statt. Das bedeutet, unsere Patienten werden werktags einmal physiotherapeutisch und ergotherapeutisch betreut. Bei Bedarf bekommen sie auch logopädische Unterstützung. Mit unseren Patienten gemeinsam erarbeiten wir Ziele, wie zum Beispiel das Wiedererreichen einer Rollatormobilität, einer Vermeidung von Stürzen, Körperwahrnehmung. Alltagstypische Situationen werden nachgestellt, sodass die Patienten auch nach ihrem Aufenthalt sicher über die Straße gehen können. In diesem Prozess sind alle Professionen dieses Hauses eingebettet. Von den Ärzten über das Pflegeteam bis hin zum Sozialdienst, sodass unsere Patienten auch nach ihrem Aufenthalt hier sicher versorgt sind. Wir behandeln Patienten ab dem 65. Lebensjahr mit den Erkrankungen der inneren Medizin, der Neurologie, der Orthopädie und natürlich der Unfallchirurgie. Durch unsere enge Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen in diesem Haus und mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Nienburg ist es uns möglich, eine optimale Versorgung unserer Patienten sicherzustellen. Momentan befinden wir uns auf Station 1, das ist die Fachstation für innere Medizin. Hier werden von uns Physiotherapeuten alle Krankheitsbilder, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Erkrankungen des Verdauungsapparates, der Atemwege, auf Anordnung unserer Ärzte behandelt. Wir hoffen, wir konnten euch die therapeutische Arbeit und die geriatrische Komplexbehandlung im Klinikum Stolzenau etwas näher bringen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.